Hallöchen Leute, Ladies and Gentlemen, ich bin Davy, ich tue euch ganz herzlich zu meinem Let's Play Resident Evil Revelations mit dem 23. Part zurück begrüßen. Wir haben jetzt die letzte Aufgabe, vermute ich mal, auch sind wir eventuell mit in der letzten Episode jetzt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber zu 50% eventuell, dass wir jetzt... Wow, hallo mein Freund, geh sterben. Alter, ich habe keine Patronen, also geh sterben. Ist es jetzt unsere Aufgabe, natürlich für Raymond Verbandszeug zu suchen und genauso zu finden? So, Charter der FBC. Die Föderale Bioterrorismus-Kommission wurde von der US-Regierung als Behörde zur Durchsetzung der Richtlinien des Artenschutzgesetzes ins Leben gerufen. Dieses Dokument liefert einen Überblick über die Charter der FBC und die Verantwortlichkeiten ihrer Mitglieder. Aufgabe der FBC ist der Schutz der Vereinigten Staaten und ihrer Interesse vor biologischen Bedrohungen. Unsere Organisation arbeitet mit anderen Staaten und ihren jeweiligen Naturschutzorganen zusammen, um die öffentliche Gesundheit zu schützen. Somit ist unsere Aufgabe der allgemeine biologische Schutz der Öffentlichkeit. Zu den Verpflichtungen aller FBC-Mitglieder gehören Forschung, Ausbildung und Unterstützung aller Mitglieder der biologischen Gemeinschaft. Verfahren werden nur im Bedarfsfall angeregt. Zusätzliche Budgets, Ausgaben und außergewöhnliche Aktivitäten müssen von einer Plenarversammlung des Wildlife Protection Communities bewilligt werden. Der FBC-Vorsitzende wird vom Wildlife Protection Community gewählt. Zu den Aufgaben des Vorsitzenden gehören die umfassende Überwachung der FBC und die Koordination all ihrer Aktivitäten mit den verantwortlichen US-Kabinettsmitgliedern. Die FBC hat die finanzielle Aufsicht über die National Animal Protection Community. Alle Mitglieder der National Animal Protection Community sind berechtigt, vom Vorsitzenden, dem Außenminister, dem Verteidigungsminister und dem Direktor für nationale Nachrichtendienste Hilfe zu beantragen. Der Vorsitzende hat jedoch das letzte Wort in allen Fragen zur nationalen biologischen Sicherheit. Alles klar, und das ist unser guten Morgen. Ob man ihn jetzt gut nennen kann, ist die andere Frage. Gut, eine Pflanze haben wir noch gefunden. Das wissen wir jetzt nicht. So, gut. Das war der einzige Weg hier drin. Okay. Da haben wir ein paar Infos noch gefunden, wo ich eigentlich irrelevant diese Infos finde. Die sind eigentlich für die Katz teilweise. So, wo war... Da war doch noch so ein Freak, oder? Nee, doch nicht mehr. Okay. So, was haben wir hier? Burschen wie er brauchen Härte, um erwachsen zu werden. Na schön. Jungs und ihre kleinen Spielchen. Ja, Frauen und ihre schlampische Spielchen. So. Wo geht's jetzt entlang? Hier. Ja, da sind wir vorher nämlich nicht durchgekommen. So, wir müssen ja jetzt zum vierten Stock hoch. Dann gehen wir auch mal zum vierten Stock hoch. So. Jo, klar doch. So, danke. So, aber jetzt ein bisschen MG-Muni würde ich echt faszinierend finden. Das würde ich auch abfeiern, wenn ein bisschen MG-Muni da wäre, wie nur Pistolenmunition. So, da ist das... Was geht hier drin? Dort sollten wir richtig sein. Jo. Klar doch. Weißt? So, geh, sterb. Ach, verdammt. Ach, guck dir mal diesen High-Kick an, was die da fabriziert. Ha, geil. Jo. Hast du ein hässliches Maul? Du siehst wie ein hässliches Reptil aus. Ja, MG-Muni. Alter, wie lange habe ich dich nicht mehr gesehen? Hey. Geh doch. So, zack, MG-Muni. Wunderbar. Und, oh, jetzt liegt's aber hier rum. Tunikut aufgenommen. Also,
genau, was ich brauche. So, nochmal Muni, sehr schön. Da können wir jetzt wieder umschalten auf die P90. Wow, ja, Mann. Geht doch. So, dann gehen wir jetzt mal zurück zu Raymond. Oh, da ist noch eine Granate. Den nehmen wir mit. So, wir sind doch schon auf dem Weg. So, jetzt einmal außen rum und da kommt bestimmt jetzt so ein Spaß. Hab ich mir's gedacht. Was geht? Ach, ich liebe diese Waffe. Yo! So. Weiß gleich die Muni, wo wir schon, wo wir gerade schön aufgesammelt haben, ist gleich wieder Fuji. Nee, wir müssen da runter. Wir müssen ja durch die Büros. So, einmal. Ist ja der schnellste Weg zu ihm. Verdammt, ich bin umzingelt. Ich weiß nicht, ob... Hör zu, Kadett. Du wirst nicht sterben. Ich befehle dir zu überleben. Wir kommen. Voll in your face, Bitch. So, wir sind schon auf dem Weg, so schnell wie wir können nur. So, wir sind nur noch ein Büro. Oh. Er kriegt wirklich, er hat es gleich wirklich dringend nötig. Es kann nur mehr. Ich bin okay, aber sie... Hey, du hast gut durchgehalten. Super. Ho, voll der Headshot. Komm, ich will dir wieder eine auf die Fresse geben. Boom. Voll der Punch in the face. In your face. Jetzt kümmern wir uns um unseren Kadetten. Bist du schwer verletzt? Okay, Kadett. Jetzt habe ich was gut. Hey, verstehe. Du willst etwas erreichen. Aber genug Heldentaten. Du gefährdest damit deine ganze Einheit. Willkommen in der Realität. Ja, Sir. Okay, gleich geht's dir besser. Ich glaube, ich kann gehen. Dann komm mit. Der Aufzug zum Kommandoraum ist gleich dort. So, dann gehen wir mal zum Kommandoraum. Genau. Kannst du dich bewegen? Ich wehre alles ab, was kommt. Yo! Aus dem Nichts. Da ist noch ein bisschen Muni. Ja, komm. Alter, Jessica. Was guckt ihr nur? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? So, Aufzug. Weiter. Jessica, wo bleibst du? Beeil dich. So, Aufzug zu. Feierabend. Was ist? Denk doch mal nach. Die Ablieferung und Verteilung dieser BOWs, das ist viel zu professionell. Und wie haben sie es verdammt nochmal geschafft, das FBC-Netzwerk zu umgehen? Das passt einfach nicht zusammen. Außer jemand hat das alles geplant. Kadett, das geht zu weit. Wir sollen das Problem hier nicht untersuchen, sondern es lösen. Wo willst du denn das jetzt bitte lösen? Aber alles, was ich sage, ergibt Sinn. So, weiter geht's.
Schlüssel. Sehr schön. Okay. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Yo, hallo. Nochmal, da sind überall. Der Kommandoraum ist gleich da. Halt den Kadetten am Leben. Du bist verletzt, aber bitte halt durch. Ah, wir sollen jetzt wieder da zurück. Oh. Yo, klar, doch, weiß. Boom in your face. Und boom in your face. Zack. So. Haben wir es geschafft? Dann muss ich jetzt hier hoch, glaube ich. Nein, wir müssen da vorne hoch. Da vorne hoch muss man. So, und hier rein. Er hat es noch nicht geschafft. Gib ihm Deckung. Wir kümmern uns darum. Du suchst Schutz im Kommandoraum. Ja, Sir. Ich bin unterwegs. Jo, ihr hässlichen Hunter. Ja, jetzt sind wir dran. So langsam. Alter, komm, geht sterben, sterben. In your Arsch, in your Ass. Komm, mach auf. Willst du mich hier zurücklassen oder was? Das war wohl der letzte Hunter. Hier. Hoffentlich. Jetzt zum Kommandoraum. Dann geh rein. Meine Güte! Ja, ich verstehe. Und ich kann dich gut hören. Das sind ja ganz hervorragende Neuigkeiten. Es läuft einfach alles ganz nach Plan. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Morgan, du wolltest, dass der Virus auf unserem Schiff ausbricht. Du hast uns ganz schön übers Ohr gehauen. Ich bin noch nicht fertig. Ihr erfüllt noch einen wichtigen Zweck. Mit dem Schiff haben wir eine kontrollierte Umgebung. Und die Daten über eure Mutation werden einer guten Sache dienen. Deine Dreistigkeit und dein egomanischer Ehrgeiz sind beeindruckend. Mich ekelt immer wieder an, ihr Amerikaner euch ausdenkt. Ich nehme das mal als ein Kompliment. Wir wussten, dass du ein Risiko für uns darstellst. Also haben wir alle Interaktionen aufgezeichnet. Wird das öffentlich, dann war es das für dich. Du, was du nicht lassen kannst. Der Einsatz des Satelliten wurde genehmigt. Der neue Virus wird damit vollständig ausgerottet. Du Bastard! Es führt dich gleich dahin, wo Antwort geben wird dein Auge, wenn du den Grund siehst von der Lüfte Regen. Hast du? Jessica ist entkommen. Wir waren so nah dran. Okay. Es tut mir leid, Raymond. Die ganze Zeit hattest du recht. Ja. Gut, dass jemand den Durchblick hatte. Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen, Parker. Nächstes Mal rette ich Sie. Wir machen uns zusammen aus dem Staub. Sie sind mein Mann, Kadett.
Raymond erkannte, dass Morgan ein Betrüger ist. Also stellten wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Vetro. Das Versteck in den Bergen. Die Koordination der Schiffe. Alles nur wegen Morgan? Sir, hätten Sie uns denn nicht einweihen können? Das Risiko war zu groß. Nicht mit einem Spitzel, der in der BSAA sitzt. Es tut mir sehr leid. Die ganze Arbeit. Und die Zenobia und die Semiramis. Ja, ich weiß. Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Kreeves und Quint haben uns noch einen Joker zugespielt. Die Datenanalyse von ihnen. Das Ergebnis ist da. Und? Was ist rausgekommen? Wir hatten ursprünglich vermutet, dass Veltro bei der Terra Grigia Panik zwei Schiffe benutzt hat. Aber es gab ein drittes. Die letzte Queen. Episode 11, Offenbarungen, ist zu Ende. Leute, eine krasse Wendung in der Story am Schluss noch. Eine richtige krasse Wendung. So, dann heißt es nur noch jetzt auf die letzte Queen gehen, so wie es Jill gesagt hat. Das ist bestimmt unsere letzte Aufgabe. So, abspeichern und machen wir mit der letzten Episode bestimmt jetzt weiter. Mit Episode Nummer 12. Auf geht's, weiter geht's. Bisher bei Resident Evil Revelations. Dann legen Sie jetzt die Karten auf den Tisch, O'Brien. Und lassen Sie nichts aus. Es läuft einfach alles ganz nach Plan. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Raymond erkannte, dass Morgan ein Betrüger ist. Also stellen wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Vetro. Das Versteck in den Bergen. Die Koordination der Schiffe. Alles nur wegen Morgan? Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Keith und Quint haben uns noch einen Joker zugespielt. Episode 12. Die Königin ist tot. Die letzte Queen. Ja, Queen Dido. Sie liegt seit dem besagten Tag auf dem Grund des Meeres. Dann können wir sie also finden. In Terra Grigia. Ganz genau. Es ist unsere verdammte Pflicht, diese Mission zu Ende zu bringen. O'Brien, Ende. FBC, keine Bewegung! Na los, Hände hoch! Morgan Lansdale. Wir werden jetzt ab hier übernehmen. Die BSAA steht ab sofort unter der direkten Kontrolle der FBC. Clive R. O'Brien, ich verhafte Sie wegen Ihrer Zusammenarbeit mit der Terrororganisation Veltro. Chris, Jill, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Die Überreste Terra Grigias. Und der Queen Dido. Nähern uns dem Absetzpunkt. Das ist die Queen Dido.
Die dritte Queen. So Leute, ich beende auch hier mit dem Part. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Die krasseste Wendung in der Story. Bis bald und bis morgen. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.